Jawollo! Und damit sage ich mal ein dickes Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Stream. Heute an diesem fantastischen Samstag. 30.12. Ein Tag vor Silvester. Warships-Zeit. Und hi Christoph, wunderschönen Donnerstag, Samstag. Ich bin leicht neben der Spur. Hat seine Gründe. Moment, ich muss die Kamera noch ein bisschen kleiner machen. So. So, liegt einfach daran, weil mein Co-Moderator mich die Nacht wach gehalten hat. Dann habe ich verpennt. Ne, weil natürlich dann früh saumüde bist. Und jetzt habe ich Stress mit meiner Nachbarin, weil mein Co-Moderator hat halt gepennt mit mir. Und meine Nachbarin ihre Familie war da. Und die kennen die Katze nicht. Nein, die wollte halt unbedingt ihre Katze ihrer Familie zeigen. Und ich habe aber ihre SMS nicht gelesen, weil ich mein Handy auf stumm habe, während ich schlafe. Naja. Nicht mein Problem. So. Ja, was machen wir heute? Ich muss auf alle Fälle mal hier noch ein bisschen Schneeflocken fahren. Na, bis zum 11.01. Das sind anderthalb Wochen. Das ist nicht mehr viel. Aber wir müssten auch Geplänkel machen. Oh, ich muss auf alle Fälle Geplänkel machen. Okay. Alter, 250. Was habt ihr gemacht da? Na gut, klar. Halt natürlich die dicken Zähne ausgepackt. So, dann. Na, ich war halt dann noch einkaufen. Kader hat halt durchgepennt. Ist dann irgendwann raus, so um 2 rum und um 2:30 kam er wieder. Pupp. Und seitdem liegt er wieder drüben im Bett und pennt. Okay, wir probieren mal, ne? Flugzeugträger. Wir brauchen Japaner, Amerikaner und Deutsche. Flugzeugträger, wir brauchen Japaner, Amerikaner und Deutsche. Gut, da muss ich aber Tier 8 wegmachen. Und das wegmachen. Okay. Natürlich habe ich von denen halt schon. Mein Schneeflöckchen, mein Ultimativ ist schon weg. Na komm, 30 Bänder krieg mal hin. Haben sie eingeschaltet? Ja, ne? Jetzt. Neuigkeiten gibt es keine. Ja, Wargaming wird auch Pause machen. Und sie haben ja alle Streams abgesagt bis in einer Woche oder so. Hat zumindest Swallow erzählt. Wir schmeißen nochmal eure Bonuscodes rein. So. Gleich mal gucken, ob es neue Bonuscodes gibt. RNY24 letzte. Okay. Passt. Funksprüche, der neue persönliche Auftrag für Community-Marken. Annehmen.
Okay. Das ist wichtig, weil... Moment. Du musst auch korrekt. Aus Cat macht er mal Head. Dann muss ich erstmal die Wogen mit meiner Nachbarin kletten. Ein bisschen. Im Prinzip ist sie halt happy, dass die, der Kader halt bei mir gut aufgehoben ist. Scheiß Autokorrekt, ey. Das ist, wenn du in Deutsch, Französisch und Englisch auf deinem Handy tippst. Vor allem in Deutsch und Englisch natürlich. Französisch nicht so viel, aber trotzdem. Dann kommt er mit dem Autokorrekt nicht hinterher.
Hallo. Ich habe ihn nur hier. So. Ah, so. Hey. Wichtig. Ja. Beziehung zu Nachbarn, Kitten ist immer wichtig. Ja, weil du kannst nicht in Ruhe wohnen oder leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Egal für welche Beziehung. Ja, ob das jetzt, ob du jetzt ein Land bist oder eine Person oder eine Stadt oder sonst irgendwas. Wenn irgendein Nachbar dich auf dem Kieker hat, macht der dir das Leben zur Hölle. Obwohl du nur nichts mit den Leuten zu tun haben willst, manchmal. So, aber wichtig, dass ich meinen Auftrag habe, weil hier gibt es wieder ein großes Weihnachtsgeschenk für als Monatspreis für die Community-Aufgaben. So, Torpedotreffer in Brand stecken. Was haben wir hier? Hauptbatterietreffer. Ach, krieg mal alles hin, oder? Wichtig ist, ich brauche 30 Schmutzpunkte. 30 Bänder. Und macht man am besten mit Raketenfliegern. Okay, Shokaku. Wir gucken mal. Fangen wir erstmal ganz klein an. Wir haben ja Zeit heute. Sollte ja nichts mehr passieren. Ja, heute ist Samstag, 30.12. 16 Uhr. Das Einzige, was ich ein bisschen negativ finde, dieses Wochenende, ist die Tatsache, dass in Frankreich sie jetzt absolut höchste Terrorwarnstufe laufen haben. Sie rechnen halt eigentlich schon damit, dass was passiert. Aufgrund der Situation der Welt und in Frankreich. Ich hatte ja gesagt, die Schlacht beginnt, dass hier Leute protestieren.
Ne, illegale Einwanderer protestieren. Dass sie das Gesetz gebrochen haben. Ne? Illegale Einwanderung ist halt gegen das Gesetz in Frankreich. Dass sie dafür nicht belangt wurden von der Polizei. Ne, das Gesetz soll sich jetzt ändern. Und dass es ihnen dadurch durch diese Illegalität schwerer gemacht wird. Oh, was ist denn hier? Was? Geh weg. Alter, was soll denn da? Dass es ihnen schwerer gemacht wird, halt im Endeffekt. Das war ja mal gar nichts. Dass es ihnen schwer gemacht wird, im Endeffekt, ihr Asyl zu suchen. Weil man ja schon illegal ins Land angereist ist. Und nicht nur das, sie sind ja auch straffällig geworden. Das sind anderen Sachen. Jetzt nicht wegen der illegalen Einreise, sondern meistens wegen anderen Sachen extra noch. Ich habe 9. Ziel erreicht. Autopilot deaktiviert. 9 ist nicht viel. Alter. Okay, ich sollte wegfahren. Autopilot aktiviert. Ich spiele nicht mehr was. Hey, mach ich auch. So ist das nicht. Unser Team hat die Führung übernommen. Hauptsache man hat Spaß. Ne? Der Rest ist erstmal nicht so wichtig. Natürlich. Ich krieg keine 30 Punkte mehr. Weil ich mit dem Flugzeugträger absolut unfähig bin. Wow. 3. Und tot. Ah, doch nicht.
Lager zerstört. Ja, die Hälfte von dem, was ich brauche. Es ist natürlich immer so ein bisschen meh, wenn halt nichts geht, ne? Und ihr seht heute wieder mit Kamera. Alles chill, ne? Die Schlacht beginnt. Machen wir ihm das Leben schwer. Autopilot aktiviert. Herzlichen Dank. Nähern uns dem Ziel. Ah, guck mal, meine Jäger haben schon was geleistet. Fünf Mann aufgeklärt. Aufgeklärt ist auch ein Band. Easy. Zack. Schick. Sauber, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Oder? Da habe ich 25. Ja. Ja, 8 Stück, ist doch nice.
Okay, meine 30 habe ich, oder? Ja, easy. Autopilot aktiviert. Tok, 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 tok. Yes. Unser Team hat die Führung übernommen. Sieg ist in Sicht. Was ist denn da mit der komischen Bloody, ey? Natürlich. Warten Sie, bis Ihre Jäger den Meldepunkt erreicht haben. Mann. Na, die Tops werden nicht treffen. Das macht aber auch nichts. Wir sind durch. Bin ich klar. Was spielt denn der Christoph? Ah, Landwirtschaftssimulator. Ah, okay, okay. Na dann, happy farming. So, und noch einmal die Deutschen, ne? Bei den Japanern habe ich es halt verkackt. Asia. Okay. Wie schnell sind denn die? 52, das ist recht gut sogar.
Schaden der AP-Raketen. Ah, ja, nehmen wir mit. Leider kann ich meine. Oh lol. Level 6. Leider kann ich meine Decke nicht haben. Indem ich meine. Ich friere halt gerade ultra in die Beine. Das liegt halt daran, dass Kader halt gerade drauf rumliegt. Die schießen instant ab. Ah, okay, muss ich aufpassen. Denkt dran, die schießen instant. Bam, bam, bam. Drehen, drehen, drehen. Geschwindigkeit. Gleich nochmal einen zweiten. Ja, nice. Sind wir schon bei 11. Immerhin läuft. Drehen, 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 drehen. Anflug. Drehen, 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 drehen. Ah, ich habe meine 30 schon. Ja, guck mal, das geht. Wenn man halbwegs mit den Raketen sich auskennt und ein Single-Ziel hat und nochmal 4 Stück, yes.
Tatsächlich sind die deutschen Torpedos einigermaßen schnell, sodass man mit denen sogar arbeiten kann. Oh, ich habe sein Dingsy getroffen. Sein Motor. Problem gelöst. Greifen Gegner an. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich würde sagen, das lief. Torpedos direkt voraus. Wer schießt denn hier Torpedos auf mich? Don't cry for me, Argentina. No, 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 no. Autopilot deaktiviert. Okay. Jetzt holen wir uns die ganzen Fliegers. Hi Carrie. Wunderschönen Samstagabend. Na, was geht, was geht, was geht? Kleine Zero, hä? Oh, ich muss meinen Kurs korrigieren. Hart Nordost. Bis die Passatwinde uns wehen. Wir visieren an. Wir haben unser Zielkreuz hier. Das ist wie auf dem Mercedes. Du hast ein Zielkreuz. Wir visieren gut. Wir visieren gut. Ein Kill. Sogar noch ein Kill gemacht. 32 Flieger runtergeholt. Läuft. 34 sogar. So. Ich glaube aber, ich muss mal was kurz gegen die Kälte tun. Das ist schlimm. Ja gut, ich mache mal ein Biopäuschen und versuche mal was irgendwie Deckenähnliches zu organisieren, damit meine Beine es nicht mehr frieren. Vorher sage ich mal, bis gleich.